Ja, wie gesagt, mein Name ist Philipp und ich komme aus der Schweiz. Und ich bin Pflegehelfer vom Beruf und arbeite oder habe gearbeitet im Altersheim. Und ja, irgendwann, ja, ich wollte Gottes Gesundheitsbotschaft besser kennenlernen. Und es hat mich interessiert, ja, hierher zu kommen und ein bisschen mehr darüber zu lernen. Und ja, ich bei meiner Ausbildung als Pflegehelfer haben wir auch ein bisschen das angeschaut mit ja, Wickel zu machen und so weiter. Und das war sehr spannend, aber wir haben das leider nur so ein bisschen gestreift. Das war sehr schade und darum dachte ich mir, ja, komme ich hierher und lerne das noch ein bisschen intensiver. Aber um ehrlich zu sein, ich habe nicht wirklich gewusst, was mich hier erwartet, als ich hierher gekommen bin. Ich habe nicht wirklich Vertrauen gehabt in die Gesundheitsbotschaft. Ja, wie gesagt, ich wollte hierher kommen, um Behandlungen zu lernen, wie Wickel und so weiter, ja, um Erkältungen, Schnupfen und so weiter zu heilen. Aber das war es dann auch schon. Ja, und auch in meiner Umgebung, die Leute haben nicht wirklich daran geglaubt, an die Gesundheitsbotschaft, an diesen Schatz, den wir da haben. Zum Beispiel mein Pastor in der Schweiz hat auch nicht daran geglaubt. Er hat Krebs bekommen, ist dann zu den Ärzten gegangen, die haben ihm alles rausgeschnitten und dann Chemotherapie und nach einem halben Jahr ist er dann gestorben. Ja. Und ich habe mir dann so gefragt, wie eigentlich der Prophet Jeremia auch sich gefragt hat. Und zwar steht das Jeremia 8 im Vers 22. Im Jeremia 8, Vers 22, da fragt er, ist denn kein Balsam in Gilead? Ist kein Arzt da? Und dann kam ich hierher und ja, ich habe dann das Ganze ein bisschen mehr kennenlernen dürfen und das war unglaublich, die ganze New Start-Sache da. Das ging viel tiefer, als ich zuerst gedacht habe. Und zwar, am besten kann ich meine Erfahrung, was ich hier erlebt habe, mit der Erfahrung vom Volk Israel näher bringen. Und zwar steht diese Erfahrung im 2. Mose Kapitel 15. Im 2. Mose Kapitel 15, da steht ab Vers 22. Ja, danach ließ Mose Israel zum Schilfmeer aufbrechen, dass sie zur Wüste Sur zogen und sie wanderten 3 Tage lang in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war sehr bitter. Daher nannte man es Mara. Da murrte das Volk gegen Mose und sprach, was sollen wir trinken? Er aber schrie zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Holz. Das warf er ins Wasser, da wurde das Wasser süß. Und für mich, also diese Geschichte ist sehr bedeutend und sollte nicht übersehen werden, weil wegen dem Vers, dem nächsten Vers, und zwar, was Gott dazu sagt, im 26. Vers. Und der Herr sprach, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, eifrig gehorchen wirst und tust, was vor mir recht ist, und seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Also wir sehen bei dieser Geschichte, was hat Gott da eigentlich gemacht? Er hat natürliche Heilmittel gebraucht. Er hat einen Stock ins Wasser werfen lassen und das Wasser wurde gesund. Ich finde das unglaublich, das ist ein Riesenwunder. Und genau hier ist das gleiche Wunder. Ich meine, New Start ist auch so ein Stock, der ins Wasser geworfen wird.
Habt ihr gewusst, dass man Krebs mit Wickel heilen kann? Mit heißen Wickeln? Oder habt ihr gewusst, dass man mit Fieberbädern Krebs bekämpfen und besiegen kann? Ist das nicht unglaublich? Ich dachte vorher immer, ja, das ist doch eine Lüge. Stimmt doch gar nicht. Ich habe das gesehen auf der Webseite, dass das möglich sein kann, aber ich habe das nicht geglaubt. Unmöglich. Ich dachte, da müsste man schwere Geschütze auffahren, da muss man bestrahlen, da muss man mit der Kanone drauf schießen, aber ist nicht so. Ein Stock reicht. Ja, und da wurde mir eines bewusst, und zwar, ja, da wurde mir Gottes, Jesu Wort wurde mir dann klar in diesem Jahr, und zwar, er sagte zu den Israeliten, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und darum kennt ihr auch Gottes Kraft nicht. Und ich muss das bekennen, ich habe zwar, ich meine, die Israeliten, die haben auch die Schrift studiert, die mussten als Kinder schon die Tora auswendig lernen. Und trotzdem sagt Jesus von ihnen, sie kennen die Schrift nicht. Und bei mir war das auch so, ich habe zwar unsere Dogmen auswendig gelernt und habe das studiert und studiert, aber wisst ihr, ein theoretisches Wissen, ohne wirkliche Erfahrung mit Gott zu machen, das ist wertlos. Ja, und hier durfte ich wirklich Gott kennenlernen und wirklich merken, zu was Gott wirklich fähig ist. Und ich möchte ausrufen, wie Hiob das tat im 42. Kapitel. Hiob 42, von Vers 1 weg. Ja, und Hiob ruft aus, da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst und dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Fürwahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe, Dinge, die mir zu wunderbar sind und die ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Ja, ich habe Gott nicht gekannt wirklich, weil ich habe seine Verheißungen nicht gekannt und ich habe nie gelernt, seine Verheißungen für mich anzuwenden, wirklich Gott bis ins Äußerste zu fordern. Und darum konnte er auch nicht für mich wirken und darum kannte ich seine Kraft nicht. Aber hier hat sich das gewendet. Und ja, mit dem Abschluss wollte ich eigentlich mit dem Vers von Jeremia 17 abschließen, was Kelsey schon gebracht hat, mit gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut. Den haben wir aber schon jetzt gelesen, darum möchte ich eine weitere Verheißung, mit der möchte ich abschließen, aber auch im Jeremia 17, auch ein sehr spannendes Kapitel. Ja, und da steht ab Vers 14, Jeremia 17, Vers 14, heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen, denn du bist mein Ruhm. Das ist Gottes Verheißung an uns. Glauben wir das? Wohl uns, wenn wir Gott vertrauen. Amen.